zwar nicht ganz traumhaft sein, was ich jetzt mache, aber ich schneide euch trotzdem die Kehle durch. Okay. Was ich für ein Glück habe, ihr rennt mir genau in die Arme. Der Beschreibung nach hatte ich mich auf eine lange Jagd eingestellt. Aber ich will mich nicht beschweren. Möge der Herr der Schatten euch einen schnellen Tod bereiten. Okay, diesmal ist es eine Meuchelmörderin. Naja. Erlaubt mir zunächst nach meinem Angreifer zu fragen. Warum tut ihr das? Ist zwar ein bisschen naiv, aber so lange sind wir noch nicht aus Kerzenburg raus. Nehmen wir das mal. Wer ich bin, ist unwichtig. Ich heiße jedenfalls Naira. Ich bin Kopfgeldjägerin und auf euren Kopf ist eine hübsche Summe ausgesetzt. Habe ich jetzt eure Frage hiermit ausreichend beantwortet? Nein, dachte ich mir. Das ist aber jetzt egal. Denn sie greift uns an. Alle Mann rauf da. Und sie castet. Okay, Irmoen, versucht mal zu unterbrechen. Shahira, segne uns währenddessen, damit wir besser treffen können. Und der Rest prügelt weiter drauf. Ja, schaut so aus, wenn wir unterbrochen haben. Schön dranbleiben. Die castet schon wieder. Da wir gerade erst den Stab benutzt haben, werden wir jetzt nicht schnell genug wieder neu casten können. Also was auch immer sie jetzt spricht, wird durchkommen. Oder auch nicht, weil der Schlag sie unterbrochen hat. Und was macht Shahira da? Geh in Nahkampf, du. Genau. Bisher ist noch keiner ihrer Zauber durch, ne? Super. 650 Erfahrungspunkte. Die hat aber auch gut was weggesteckt hier an Trefferpunkten. Schauen wir mal, was sie dabei hat. Einen magischen Helm, ein Panzer und noch eine Nachricht. Gucken wir mal. Kopfgeld ausgesetzt. Ja, die Nachricht kennen wir ja schon. Au, aber inzwischen sind 680 Goldmünzen. Denn es ist auch verständlich, dass ein bisschen kompetentere Kopfgeldjäger hinter uns her sind, ne? Okay, das Schwert kann schon mal weg. Den Panzer geben wir... Ist der besser als ihrer? Ja. Kann sie nicht tragen. Schade. Sie ist überladen. Er ist auch überladen. Er ist auch überladen. Na toll. Okay, jonglieren wir mal ein bisschen. Ja, hier sind die wenigstens noch gelb. Oh, immerhin hat ein Level-Up. Das habe ich ganz übersehen. Das machen wir doch gleich mal. Ja, oh, 16 Lebenspunkte ist auch gleich viel angenehmer. Und wir packen alle ihre Punkte auf Schlösser öffnen. Damit wir uns ein bisschen austoben können in den Städten. Ein bisschen plündern gehen. So. Jetzt hat sie schon mehr Lebenspunkte als unser Tank. Aber gut. Fragen wir mal den Wirt, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat. An eurer Stelle würde ich heute Nacht besser im Hause bleiben. Da draußen soll nachts eine Menge seltsamer Dinge vor sich gehen. Und hier drin gerade eben nicht? Oder ist das ganz normal, dass hier irgendwelche Meuchelmörderleute anfallen? Na gut, was habt ihr heute für mich? Er ist kein Händler. Schade. Naja, aber schlafen können wir hier. Kostet ja fast nichts. Dann können wir auch gleich adelig schlafen, oder? Nach der ganzen Reise haben wir das verdient, ja. Ihr träumt nicht oft, doch heute Nacht seht ihr die Traumbilder besonders klar. Ihr habt einen langen Weg hinter euch und steht jetzt wieder vor den Mauern von Kerzenburg, eurer einstigen Heimat. Doch das Tor ist verschlossen und verriegelt. Über der Burgmauer seht ihr in eurem ehemaligen Zimmer eine Kerze brennen. Doch als die Flamme erlischt, wird auch das Fenster von den Mauern eurer einstigen Herberge verschluckt, so als ob sie sich gegen euch verschworen hätten. Der Klang einer euch wohlbekannten Stimme schreckt euch auf. Doch sie ist ruhig und zärtlich. Du kannst nicht zurück, mein Kind. Du musst deinen Weg fortsetzen. Vor euren Augen erscheint Gorion. Und obwohl sein Anblick eine beruhigende Wirkung auf euch haben sollte, scheint euer Ziehvater nur ein Schatten seiner selbst zu sein. In eurem Traum wie auch in Wirklichkeit ist Gorion tot. Der Geist eures Ziehvaters zeigt in die Dunkelheit des Waldes, so als ob dieser einladend auf euch wirken sollte.
Vielleicht ist er das in gewisser Weise auch. Doch eine beschwerliche Reise steht euch bevor. Gerade als euch dies durch den Kopf geht, seht ihr aus dem Augenwinkel, wie ein ebener Weg deutlich Gestalt annimmt. Er scheint wie für euch gemacht zu sein und verspricht ein schnelles Entrinnen aus eurem bisherigen Leben. Ihr verspürt einen unwahrscheinlichen Drang, ihm zu folgen. Es könnte zu eurem Besten sein, doch es ist ein wenig zu einfach für euren Geschmack. Ihr möchtet nicht ewig über den erlittenen Verlust trauern, doch möchtet ihr ihn auch nicht ganz aus eurem Gedächtnis streichen. Gorion lächelt euch zu und verschwindet. Der Drang wird zu einem regelrechten Zwang. Ihr könnt ihm jedoch widerstehen und geht festen Schrittes in eure neue Richtung. Dieser Weg ist zwar weniger deutlich erkennbar, doch auch nicht weniger interessant. Als ihr euch auf den Weg macht, drängt ein bruchstückhaftes, dumpfes Flüstern an euer Ohr. Worte, die ihr nie zuvor gehört habt. Es wird euch eine Lehre sein. Ihr werft keinen Blick zurück. Wem die Stimme wohl gehört? Und der andere Weg, der leichte Weg, was das wohl sein könnte? Na, mal schauen. Wir haben eine besondere Fähigkeit erlernt. Und zwar unser Gerugon. Bei bestimmten Kapiteln im Spiel werden Fähigkeiten freigeschaltet, wie jetzt zum Beispiel gerade hier. Leichte Wunden heilen. Also wie der Zauberspruch, den Jahira zaubert. Was echt praktisch ist. Diese Fähigkeiten hängen von der Gesinnung ab. Da wir ein rechtschaffend guter Charakter sind, werden wir hauptsächlich Zaubersprüche bekommen, die uns und anderen von Nutzen sind. Also keine Schadenssprüche. So, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Verschlossen, probieren wir mal. Haha, ja, das lohnt sich echt, die Schlösser knacken zu erhöhen. Sauber. Ist zwar nur Kleinkram, aber ab und an findet man da echt nette Sachen drin. Schade, dass es noch keine Erfahrungspunkte gibt. In Baldur's Gate 2 gibt es ja für jedes Mal Schlösserknacken noch Erfahrungspunkte. Das war's dann aber auch schon. Wollen wir mal 30 Gold haben oder nicht haben, ne? Gehen wir nochmal in das Zimmer von dem Tavernenbesitzer. Da müsste ja eigentlich ein bisschen mehr sein, oder? Sieht der uns? Nö, hat er nicht. Schön, schön. Raus hier. Und auf zum örtlichen Händler. Denn wir haben eine Menge zu verkaufen. Sind ja alle voll beladen. Laden in Nashkel. Jo. Wie wär's mit einem kleinen Geschäft, so ganz nebenbei, mein Freund? Ich habe da einen Mann, der schwört beim Bate seiner Großmutter, okay, dass er oben in den Eisfeldern der Cloud Peaks einen weißen Wolf gesehen hat. Er war ganz in der Nähe, Richtung Süden, und jeder, der ein Schwert in der Hand zu halten weiß, könnte das Tier ganz leicht erlegen. Ihr solltet für das Geld gutes Geld von mir erhalten. Dafür stehe ich ein, ihr riskiert also nichts. Denkt daran auf euren Wegen. Okay. Kann ich euch für eines dieser Dinge in meinem bescheidenen Laden interessieren? Ja, was habt ihr zu verkaufen? Aber erstmal verkaufen wir was. Das Bastardschwert behalten wir, falls eine Waffe zerbricht. Das kann alles weg, das behalten wir auch. Eins behalten wir, Rest kann weg. Oh, da kommt gut was zusammen. Können wir schon den ersten Plattenpanzer leisten. Die können alle weg. Helme sammeln wir ab sofort nicht mehr auf. Die bringen nur noch eine Goldmünze. Kurzbogen kann auch weg. Und was hat Imoen noch? Oh, Räuberskalb ist 25 Goldmünzen jeweils. Aber der Händler will die gerade nicht haben. Aber vielleicht ein anderer. So, das kann auch weg. Rüstung, brennende Hände kann auch weg. Oh ja, schön, schön. 1100 Goldmünzen. Dann gucken wir doch mal, was er so im Angebot hat. Langschild plus 2. Oh, kostet schon 2700. Ah, Plattenpanzer. Der ist gekauft. Aber sowas von.
Noch eine ganze Menge Pfeile für Emuin. 3 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks, 6 Stacks. Das sollte reichen. Was kann Jahiri denn noch für Waffen benutzen? Ein Speer, aber den kann sie kein Schild benutzen. Und ein Dolch. Super. Ja, sie kann echt nur die Einhandquelle benutzen. Das ist ärgerlich. Aber gut, wollen wir noch was identifizieren? Den Helm. Ja, gucken wir mal, was der kann. Spezielles Merkmal. Schützt vor kritischen Treffern. Verleiht dem Träger Infravision. Für unsere Gruppe jetzt gerade nicht so praktisch, weil die beiden sind ja Halbelfen und haben dadurch eine automatische Infravision. Aber es ist mal was anderes. Und sieht ein bisschen schicker aus. So. Das kann dann auch gleich wieder verkauft werden. Schild kann auch weg. Das kommt da mal hin. Was ist das? Langschwert ist nicht so gut wie ein Bastardschwert. Also kann das auch alles zu ihm. Oh, den Gürtel können wir noch identifizieren. So, erstmal die Sachen von ihm verkaufen. Und dann schauen wir doch mal, was das für ein Gürtel ist. Der verfluchte Riemen der Weiblichkeit bzw. der Männlichkeit. Ein seltener und unstrittener magischer Gegenstand besitzt größte Zauberkraft. Jeder, der so unvorsichtig ist, ihn um seine Hüften zu schnallen, wird das Opfer einer Geschlechtsumwandlung. Ah ja, also verfluchter Gegenstand. 100 Goldmünzen ist der Wert? Nee. Doch, 100 Goldmünzen ist der Wert, genauso viel, wie wir gerade ausgegeben haben. Aber den behalten wir trotzdem mal. Eine ganz lustige Sache ist, in Baldur's Gate 2, wenn man das Spiel anfängt, hat Imuin einen Gürtel um. Und da steht einfach nur Imuins Gürtel dran, ohne besondere Fähigkeiten. Ich mutmaße, dass es der Gürtel ist. Weil normalerweise, wenn man einen magischen Gegenstand findet, probiert man ihn ja gleich aus. Also zieht ihn an. Und da man am Anfang nur ihn und Imuin in der Gruppe hat, ist es recht wahrscheinlich, dass Imuin den Gürtel bekommen hat. Also hat Imuin im zweiten Teil was unterm Rock. Aber naja, lassen wir das erstmal. Sie zieht ihn jetzt auf jeden Fall nicht an. Vielleicht können wir ihn noch irgendwo gebrauchen. Es gibt ja noch das Item-Upgrade-Mod später, dass man Gegenstände kombinieren kann, um bessere Gegenstände herzustellen. Also im zweiten Teil erst. Das heißt, es kommt zu den güldenen Pantalons, die wir später auch noch gebrauchen können. So, aber genug geschwafelt. Jetzt gehen wir raus hier und zum Bürgermeister.